Und, oh, wir sind live. Oh, doppelter Sound, wie immer. Ja, das ändert sich nie. Hallo, 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 höre ich mich. Hallo, hallo. Okay, es funktioniert. Was geht ab? Eigentlich nicht das Game, was ich gedacht habe, womit ich starte. Ich kann jetzt eigentlich jetzt schon direkt... Warte. Wofür habe ich so ein Loop Deck denn mit Leute? Wenn ich es nicht nutze. Und wie ist es? Ist das hier? Nein. Wo ist denn das Game? Oh no, es hat das Game nicht gefunden. Oh, okay, Moment. Und ich dachte mir gerade, hä? Warum denn, ne? Ups. Jetzt. Sorry. Ja, es ist ein bisschen laut immer noch. Ich habe es eben ein bisschen eingestellt. Ja, wir spielen auf Teller. Also ich guck nur rein. Was immer laut, ist immer laut. Vielleicht liegt es ja noch Musik. Ich lass mal so. Sprache habe ich auch schon eben gemacht. Deutsch, Japanisch. Wenn ich schon ein Apple gespielt habe aus Mausi Japan. Ich mag halt die Stimme, was soll ich sagen. Ich meine, am Ende werde ich hier immer lesen. Nun, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ein dauerhaftes Projekt wird wie früher. Kommt drauf an. Also ich weiß, dass was kommen wird. Das wird Kurono Kiseki 2 sein. Sobald der English Patch da halt ready ist. Sonst, ja. Weiß nicht, wie oft ich mittlerweile streamen werde. Es ist cool. Aber ich will dann immer manchmal auch allein was sagen. Irgendwie habe ich manchmal dieses... Nee, nicht manchmal. Manche Games, die halt fortlaufend sind schon. Kuro ist eigentlich auch so ein Game, aber da mag ich es, das Game, weil es einfach mega zu entspannt ist für mich. Aber so fortlaufende Games dachte ich mir so, brauche ich die unbedingt zu streamen? Ich glaube, da gibt es viele genug andere Leute, die das machen. Da kann ich das für mich lassen, so was wie in Final Fantasy 7. 16 ist kein Fortlaufen, also Final Fantasy 7 hat ja schon damals ein altes Game gehabt und bla bla bla. Und ich habe das ja schon gespielt, also nie hier was hochgeladen. Aber egal, manchmal mache ich es, manchmal nicht, wie gesagt. Und ich verspreche für dieses Game halt gar nichts. Mal gucken, vielleicht macht mir auch wieder Spaß, überraschenderweise. Das ist so gesehen gerade jetzt auch mal wieder ein Testlauf. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie ich manchmal Sachen so verpacken soll. Aber ihr kennt mich ja. Wenn ihr die alten Videos gesehen habt. Naja, let's go. Cool. Hätte ich das gewusst. Was? Okay, so ein Game ist das also. I don't know. Nehmen wir männlich diesmal. Jetzt aber habe ich weiblich genommen. Und die war auch cool vom Design. Ja. Jetzt hieß man nutzt sich mal was an. Oh. Nein! Alter 4. Alter 4. Direkt neu Spielstand. Was gibt. Ich hab zu schnell geklickt wieder. Es geht schon wieder los. Dieses. Oh mein Gott. Ich wollte nur gucken, ob die anders aussehen. Mein Gott. Boah, jetzt vorsichtig. Die sehen voll. Hä? Irgendwie
irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Charakter, dass du gesagt hast, weiblich zu sein. Also. Keine Ahnung. Das weibliche Charakter sein finde ich cooler. Aber wir können da nicht so viel machen, ne? Wir erzählen eine Geschichte von einem weiblichen Protagonisten. Wie mag ich das? Ich habe keine Ahnung. Aber da kannst du eh nicht so viel machen. Ich nehme das so. Oh lol. Hat die Haare auch ändern? Ich weiß es nicht. Ich nehme das. Oh lol. Was ist das eigentlich unter dem Auge? Musik ist so laut. Rot, Alter. Rot ist immer so heftig. Wie hat das auch was? Gelb aber auch, aber auch. Bei Gelb denke ich immer so, wie in Kingdom Hearts. She is not. Oh, ne? Okay, den Blau. Billig? Blau? Der Haarfarbe? Nein. Vielleicht so? So. Namen eingeben. Ein. Hey. Nimm mir sie. Ich habe keine Ahnung. Mir fallen nur dumme Namen ein. Mir ist irgendwie jetzt gerade der Name. Nicht geil, weil der Name kommt. Keine Ahnung warum. Ich habe mich jetzt entschieden. Na, Marika, das Spiel wird beginnen. Diesen Charakter bestätigen? Ja. Okay, wir haben keinen festen Protagonisten. Also mal wieder so. Rika, Rika. Außer so Federn, Schlafmütze. Zeit aufzuwachen. Ich weiß nicht, ob ich alles vorlesen werde. Aber gerade am Anfang kann ich es mal machen. Oh Mann. Ist ja so ein Farmsimulator, habe ich gelesen. Bin mal gespannt. Es sollte dir schon besser gehen. Was gehen wir? Nö, sie bleibt liegen. Rika will schlafen. Lass Rika schlafen. Nein. Mach ein Nickerchen auf dem Boden. Ist okay. Ein Bett kann überall sein, wenn du es willst. Scheinbar wollen wir das nicht. Scheinbar. Okay, die Basics, danke. Danke, Basics. Okay. Was ist denn? Okay, nur ein Jump. Ich bin so gewohnt, dann darf Double Jumps sein. Ich weiß nicht warum. Was ist das? Öffnen. Was machst du ausgerechnet heute Nacht hier draußen? Geh nach Hause, solange du noch atmen kannst. Große gruselige Monster werden dich auffressen, wenn du noch draußen bist. Wenn das die Lentium kommt.
Tut mir leid, Mami sagt, ich darf die Tür nicht aufmachen. Scheint keinen Weg hineinzuführen. Oder doch, Mann. Wer bist du? Vielleicht gelingt es dir, die Welt und das Mädchen zu retten. Okay. Erste Frage, wer bist du? Das kann ich dir noch nicht sagen. Wer hätte das gedacht? Eines Tages wirst du dich entscheiden müssen zwischen dieser Welt und der, die bisher existiert hat. Aber vergiss nicht, dass dies die Geschichte deiner Welt ist. Solange du sie liebst, wirst du einen Weg finden. Also, wie schwer es auch werden wird und wie hoffnungslos es scheinen mag, gib sie nicht auf. Okay. Ich dachte, wir kriegen eine Synchro. Jo, das sieht hübsch aus. Screenshot. Wir gehen wieder schlafen, gute Nacht. Avistello. Was kommt jetzt? Sorry, warum gerade jetzt? Ich müsste nach meinen Patienten sehen. Verzeihung, du da, meinst du nicht, dass du lange genug geschlafen hast? Nö. Nein? Na schön, ich hab was, was dir auf die Sprünge hilft. Hallo? Oh, du bist wach. Vergiss das wieder. Es wäre mir natürlich nie den Sinn gekommen, Magie anzusetzen, um dich aufzuwecken. Wo bin ich? Cool, mein Controller ist leer. Wahrscheinlich, weil ich den ganzen Tag heute Honka gespielt habe. Cool, gleich wieder. So. Und hallo? Wo bin ich? In diesen Hügel Vogelböschung? An deinem Fuß liegt ein Dorf namens Lächer. Jetzt sagst du mir Controller nicht. Warum nicht? Soll ich vielleicht mal reintappen? Auch nicht. Aber es ist an. Okay, dann mit Maus und Tastatur bis zur nächsten Szene. Ich glaube das dann. Ich bin Cress? Die Dorfärztin. Jetzt bin ich dran. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Kein Einheimischer bei klarem Verstand würde während des Silenziums draußen herumlaufen. Bist du auf der Durchreise?
ich bin. Was bedeutet Silencia? Okay, simpel mit der Maus und Tastatur. Dein Gedächtnis scheint ein wenig gelitten zu haben. Tja, macht nichts. Ich muss los. Schau in meiner Klinik in Leicester vorbei, wenn du dich etwas erholt hast. Dieses Symbol zeigt die Orte an, an denen die Geschichte fortgeführt wird. Okay. Das ist Rico. Okay, jetzt geht's auch. Wir erzählen jetzt ihre Geschichte. Ich mag diese Surfing-Set nicht, deswegen benenne ich manchmal Charakter aber nach irgendeinem Charakter und das ist jetzt kein Charakter für mich dann. So macht mir solche Games mehr Spaß, das Surfing-Set. Ich verstehe nicht, warum. Deswegen mag ich dieses ein bisschen Surfing-Set-Ding in Cold Steel nicht. Obwohl Reen nicht wirklich Surfing-Set ist, finde ich. Zum Teil. Naja. Im Game-Lager ist ganz eine Gegenstandlage an die Gedanken sind alle mit drin. Okay. Okay. Klingt ein bisschen Atelier-Vibes. Also ich habe die ersten zwei. Wie sind die? Ne, nicht mehr. Das haben die davor. Die Mauer habe ich noch nicht gespielt. Und diese Island Arcor, wie der heißt. Die ersten zwei Games davon habe ich mal gespielt. Erinnere mich an sowas mit den Küsten. Da hast du ja einen Rucksack, der auf der Durchreise verbunden ist mit dem Lagerinventar. Ich glaube, das wird aber ein bisschen ähnlich hier sogar. Lese! Aber es ist gar keine Synchro dabei. Ich dachte, wir kriegen eine Synchro. Ja, alles in Ordnung. Du siehst irgendwie fertig aus. Oh, ich weiß. Chris hat von dir gesprochen. Man hat dich bewusst auf den Hügel gefunden, stimmt's? Ja, hör mal, ich bin Van. Ich bin Van! Nicht Van. Ich bin Van. Oh nein, Van! Was machst du denn hier, Manzer? Oh no! Das ist es noch nicht! kurz an der Tür, dann steht so einer vor mir! Also kurz zwei, der Fanpage ist von der Story her nur noch hat nur noch den Final Act und Postgame. Aber das hatte ich jetzt schwierig. Und du versuchst, die ist bestimmt in ihrer Klinik, der Rest ist an mich ein Maschinentor zu leichen, was Ampels und Quests angeht, glaube ich. Aber das ist an mich ein semi schlimm. Aber bis wir vielleicht. Bis ich anfange, vielleicht sind davon ein großer Teil schon fertig. Und auf dem Weg dahin vielleicht gibt es ein paar Plätze. Kannst du mir bitte den Weg zeigen? Oh, ich soll dich hinführen? So, ist nicht dran. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber ich bin gerade schwer beschäftigt. Ich stecke mitten in einer Party. In einer Partie Polizisten und das Omen. Ich dachte gerade Party, was? Und danach spiele ich mit Vent und den anderen fangenden Cornelo. Ist aber leicht zu finden. Sie ist auf dem Platz oben auf dem Hügel. Du kannst sie nicht verfehlen. Der Weg ist wirklich ganz einfach. Folge einfach dieser Straße und geh dann die Stufen vom Dorfplatz aus hoch. Also dann, bis später. Ich muss jetzt weiterspielen. Ich bin schwer beschäftigt, ich muss spielen. Drücke, okay. Wir kommen noch eine Wende. Schmiede, genau, wir laden. Das wird echt ein spannendes Game, Leute. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Kämpfen hier reinkommt. Ich habe ein bisschen gesehen, dass es Kämpfen gibt. Was ist das? Was hast du zu sagen? Hab dich noch nie gesehen. Bist du auf Reisen? Du hast dir eine gute Zeit ausgesucht. Das Silentium ist vorbei. Lese kann sich auf eine schöne Jahreszeit freuen. Aber das Silentium ist nicht lustig. Immer zum Jahreszeitwechsel herzukommen könnte gefährlich sein. Noch ein kürzer. Angelplatz. Können wir schon angeln? Wollen wir mal testen?
kannst dich angeln, weil du keine Angel hast. Viel zu bad, Mann. Hallo? Südlich von hier gibt es eine Küste namens Schatulla. Der Erfinder, der dort lebt, kommt hin und wieder nach Lesse, um ein paar Sachen zu kaufen. Er sieht ziemlich gut aus. Das sollte ich ihn bitten, mit mir auch zu gehen. Do it. Zumindest ist das keine Wand. So, hallo. Ich bitte einen Attest. Tim, du bist zurück. Willst du dann bitte die Medizin des Bürgermeisters zusammenmischen? Oh, du bist es. Willkommen. Setz ein. Wie fühlst du dich? Kommt die Erinnerung schon zurück? Nope. Ich verstehe. Nun, du hast dich während des Silenziums draußen aufgehalten. Was ist dieses Silenzium? Meine Güte, an das Silenzium, also Silenzium erinnerst du dich auch nicht? Selbst wir Ärzte wissen nur sehr wenig darüber. Silenzium ist die Jahreszeit des Todes. Wenn Staub von Chronomalie übermäßig in die Atmosphäre strömt. Wenn Staub von Chronomalie? Von der Chronomalie? Okay. Es kommt zwischen den Jahreszeiten. Wir glauben, dass der Staub tödlich sein kann, wenn er in den Körper gelangt. Also bleiben normalerweise alle während des Silenziums zu Hause. Komm bitte hier rüber. Warum schießt du da so herum? Ich möchte dich untersuchen. Kess untersucht dich. Deine Körperfunktionen scheinen normal zu sein. Für jemanden, der während des Silenziums erkrankt ist, hattest du großes Glück. Es ist ein Wunder, dass du noch lebst. Jedenfalls passt es mir ganz gut, dass du dich besser fühlst. Wir sind gerade die Wetten ausgegangen. So, und wegen deines nächsten... Oh, oh. Alarm. Es ist Nacht. War das ein Erdbeben? Es ist so dunkel draußen. Krass, es gibt einen Notfall. Alter, warum kommen die denn so coole Haare haben und ich nicht? Was war das gerade für eine Erschütterung? Die Chronomalie verhält sich merkwürdig. Komm schnell! Was kann das Film zu bedeuten haben? Hör, was ist denn dem? Ich dachte, hier geht's um Farm. Ich wollte was Entspanntes sagen. Nein, ich weiß, es ist kein Film, Alter. Ah, das ist die Chronomalie. Hört sich jetzt mal. Oh, das ist die göttliche Vergeltung. Unsere Zeit ist gekommen. Komm mal, die Chronomalie intensiviert sich. Aber warum? Das Silenzium sollte doch schon vorüber sein. Da! Hm? Was geht denn ab, Alter? Wir sind erst im Prolog oder sowas. Keine Ahnung, ob es Kapitel gibt, aber. Hier geht es ja direkt ab. Wächst das Ding? Oh, was passiert da? Ne, vielleicht noch was. Das war anders, oder? Wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. Das ist ja ein anderes Ding. Na, guck, mehrere Orte. Vier Stück. Und an den vier Orten muss ich jetzt hin. Sternschnuppen? Fragezeichen? Wahrscheinlich nicht. Oh, sag mir nicht, da kommen Monster raus. Was war das? Habt ihr das gesehen? Ich sage doch, der Himmel straft uns. Ist es auf dem Nordplatz gelandet? Ich habe Angst. Ihr sollt mir ein paar Angst haben. Unser Dorf ist in Gefahr. Wir müssen los und raus, was vor sich geht. Warte. Hey, rennt nicht einfach so los. Hier, wir gehen auch. Am Ort des Vorfalls könnte es Verletzte geben. Hm. Ich gehe auch. Tschüss. Und, warte. Okay, bin doch gar nicht hin. Let's go.
Sieht zumindest nicht nach Monster aus. Unglaublich, wie kann so etwas Gewaltiges einfach vom Himmel fallen? Stell dir vor, der Orden wäre heute hier. So viele Leute wären verletzt worden. Ich hoffe, allen geht's gut. Ich würde nicht nah rangehen. Sieht heiß noch aus. Zu Glück scheint niemand verletzt worden zu sein. Haltet euch von dem Kristall fern. Er könnte schädliche Auswirkungen auf den Körper haben. Kann jemand denn den Bürgermeister informieren? Er sollte inzwischen wieder in der Stadt sein. Was machen wir? Van? Ich nenne ihn Van im Haus gewohnt wegen. Ja, Van, das Auto, Alter. Müssen wir dran gewöhnen. Komm schon, jetzt kommt es auf uns an. Nichts wie los. In Ordnung, Leute. Die Show ist vorbei. Wir übernehmen hier. So könnt ihr nach Hause gehen. Ah, wir können da rein. Da ist eine Tür. Oh, du bist das. Meine Schwester hat mir von dir erzählt. Du gehst besser auch nach Hause. Ich habe kein Zuhause. Scheinbar bin ich ja nicht von hier. Moment, ist das... Es kommen doch Monster raus. Jetzt, wo ich die Tür gesehen habe. Hallo? Ein Eingang? Du meinst, man kann da hineingehen? Achso, ich dachte, die kommen da raus. Warte mal kurz. Vielleicht liegt hier eine Kiste irgendwo rum. Ich weiß nicht ob das ein JRPG ist oder nicht. Ja, komm mit. Los. Ich gehe von alleine rein. Cool. Hey! Niemand hat dir gesagt, dass du dort hineingehen sollst. Ich sehe mich dann mal um. Du. What the fuck, Alter? Jetzt hat das Game einen komplett anderen Style angenommen, Alter. What the fuck? Was spiele ich hier, Alter? Auf Steam startet bei den Genres auch Farming Simulator und es geht hier voll ab. Gestalt und Rüstung. Alles in Ordnung? Die Gestalt hat Schmerzen an oder aber noch. Rot Igin. Darauf. Alles in Ordnung? Was geht da drin vor sich? Hier ist der Verletzter. Jemand? Wie ein menschlicher jemand? Was ist das? Das ist. Bin sofort zurück. Aber warum? Warum? Weil das Ding an oben ist. Oh, stimmt, du erinnerst dich an nichts, nicht wahr? Dann bedeutet das für dich vermutlich nicht viel. Um es kurz zu machen, oben bedeuten Ärger. Sie können hinter dem Silenzium stecken. Aber dieser oben ist verletzt. Tja, eigentlich. Du hast recht, ich kann nicht einfach so wegschauen. Habe ich recht, Papa? Ach so, okay. Los, tanken wir es nach draußen. Chris, das ist. Es ist ja im Inneren, es lebt noch. Das habe ich nicht gemeint. Ja, weiß ich, aber ich konnte es nicht einfach zurücklassen. Hey, Stim, habt ihr etwas über das Flugobjekt herausgefunden? Der Bürgermeister ist da. Gute Güte, verblüffend. Ist das der Kristall, der hier abgestürzt ist? Er ist riesig. Bürgermeister, im Inneren war ein Omen. Oh, ja, du hattest den Anschein. Bitte sag es hier, Omen helfen wir nicht. Es ist offensichtlich, dass sie hinter allem dem stecken. Sind die Omen wirklich so böse? Nun, böse wäre eine zu simple Beschreibung. Bist du die Person, von der ich gehört habe? Angeblich bist du während des Silenziums von weit her gekommen. Ja, das ist die Person, von der alle reden. Momentan geht es wirklich drunter und drüber. Was in aller Welt ist nur los? Alle meine Betten sind wegen des Vorfalls von letzter Woche immer noch belegt. Aber ich kann weder das Verletzte oben noch den Neuankömmling hier lassen. Das leuchtet ein.
Doch wir können oben in unserem Dorf keine Zuflucht gewähren. Das dachte ich mir. Doch als Ärztin darf ich niemanden zurücklassen, der meine Hilfe benötigt. Beruhige dich, Cass. Ich sagte nur, dass wir das oben nicht in Lese unterbringen können. Was meinst du damit? Auf der Vogelbüschung gibt es einen leerstehenden Schuppen, nicht wahr? Niemand würde es dort bemerken. Alter, ihr wollt wirklich so ein Ding verstecken? Ich gestatte dir, es dort zu behandeln, bis es das Bewusstsein zurückgelangt. Tragen wir das Omen zur Vogelbüschung? Würdest du mir zur Hand gehen? Alter, schon lange nicht mehr so viel vorgelesen. Ich werde das oben nicht behandeln können, solange es diese Rüstung trägt. Worauf besteht dieses Ding? Es geht einfach nicht ab. Deswegen ist es von vornherein sinnlos, den Ohren behandeln zu wollen. Im Moment kannst du wohl nichts weiter tun, als ihm Ruhe zu gönnen. Nun, zu dir. Was führt dich in unser Dorf? Nun, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Das Silenzer hat bei ihr einige Gedächtnislücken hinterlassen. Du hast unglaubliches Glück. Du hattest unglaubliches Glück, es während des Silenzio bis hierher geschafft zu haben. Ein Mädchen hat mich gerettet. Ein Mädchen? Von dem Dorfbewohnern sollte zu dieser Zeit niemand draus gewesen sein. In einer so geschwächten Verfassung sind Halluzinationen nicht ungewöhnlich. Mag sein. Ein wenig Erholung dürfte hier auf keinen Fall. Achso, ich dachte, ihr wolltet sagen, nee. Hier auf keinen Fall schaden. Dieser Schuppen steht leer, seit der frühere Bewohner weggezogen ist. Du kannst hier unterkommen, wenn du magst. Und nun muss ich mich entschuldigen. Ich werde bei einer Dorfversammlung erwartet. Wir müssen entscheiden, was wir wegen des Kristalls unternehmen werden, der hier gelandet ist. Cass, Dim, den Rest überlasse ich euch. Wie ein Pfand für. Kann ich hier eine Maus bewegen? Nee. Jedenfalls die Rüstung von dem Ding. Sieht aus, also diese lila-pinken Punkte sehen aus wie so Augen. Und der Mund ist dieser eine Strich unten und das sind so zwei kleine Schneidezähne. Wie gut ist das? Sorry. Das habe ich nicht rumalbern, aber. Es ist mir einfach nur so aufgefallen. Ich muss in allem so ein Gesicht immer sehen. Cass, bist du sicher, dass du dieses oben aufnehmen willst? Ja. Du steigerst dich schon wieder zu sehr in die Sache hinein. Mach nicht jedes Problem zu deinem Problem. Ich mache da mal eine Runde zu Ende. Tut mir leid, die Geschehnisse haben mich ganz schön oft abgehalten. Ich bin auch müde. Du hast viel mehr durchgemacht als ich. Ruhe dich den Rest des Tages aus. Das Silenzium macht deinen Körper sicher noch zu schaffen. Ich muss los. Morgen früh komme ich wieder, um nach dir zu sehen, okay? Schlafe ich jetzt mit dem Omen? Auf einmal bekommt ich eine starke Müdigkeit. Zeit für ein wenig Ruhe. Achso, ich muss einlaufen. Cool. Okay. Und jetzt kann das Ding. Wo habe ich Time Limit? Wieso ich das sehe? Muss ich immer was erreichen bis zum Ende der Jahreszeit? Bitte nicht. Kapitel 1 aus dem Jenseits. Da ist jemand. Warte mal kurz, ich passe das mal an. Das ist Kapitel 1. Day 1 bleiben wir noch. Fertig. Nee. In der Adresse. Da ist jemand. Jetzt hab ich sie schon wieder. Okay.
Du meine Güte, schläfst du etwa immer noch? Es ist schon Nachmittag, Schlafmütze. Nun, wenn du krank bist, bist du krank. Viel können wir da nicht tun. Wie fühlst du dich? Du hast mir noch nicht verraten, wie du heißt. Kannst du dich an deinen Namen erinnern? Rika, immerhin kennst du deinen Namen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich werde dich kurz untersuchen. Bitte halt einen Moment still. Ich muss sagen, die Charakterporträts sind ganz cool. Hauptchars. Nenn ich's mal. Alles klar. Nichts Außergewöhnliches. Aber die haben alle unter dem Auge so ein Ding, ne? Oh, ich vergesse. Der Bürgermeister hat mir jetzt das für dich gegeben. Komm doch kurz raus, ja? Das Geschenk ist eher unkonventionell, aber hier, das für dich. Du hältst 3 Karpfen und 3 Sternwürze zusammen. Okay, es beginnt. Alle Einwohner von Lesser haben dafür zusammengeschmissen. Du bekommst ein schönes Fleckchen an. Darum kannst du dich kümmern, bis du wieder auf den Beinen bist. Alle als Ärztin halte ich das jedenfalls für eine hervorragende Idee. Du hast eine Aufgabe, der du dich voll und ganz widmen kannst. Du bleibst Trübsal und Langeweile fern. Was gut für die Seele ist, ist auch gut für den Körper. Keine Zeit für Trödelland. Fangen wir mit Arbeit an. Keine Sorge, ich zeig dir, was du tun musst. Ich bin keine Expertin, aber ich kenne die Grundlagen. Du willst, dass ich dir helfe? Ich bin Ärztin, keine Bäuerin. Ich kann solche Werkzeuge kaum ohne fremde Hilfe hochheben. Außerdem lernt man am besten, wenn man selbst anpackt. Pflüge den Boden, pflanze Samen und gieße sie, indem du deine Werkzeuge auswechselst. Okay. Wir fangen mit der Ecke an. Okay, hier in der Ecke. Dann fangen wir wirklich hier an. Bam. Und so geht es los. Und das ist das Hauptgameplay, wie alle. Hätte ich damit gesagt, niemals, aber mittlerweile will ich sowas schon so zocken. Was ist das? Ne, wegen dem Stein, ne? Aber das hier kann ich noch machen. Boah, ich hoffe, die Fälle werden nicht zu groß, Alter. Das die ganze Zeit zu machen. Holy shit. Ich hoffe, das bleibt gespeichert. Wenn ich das mich jetzt schon drum kümmere. So, das wird aber reichen dann. Wenn ich jetzt noch die 4 hier mache. Muss ich mich vielleicht nicht drum kümmern. Karoppe, Alter. Okay. Oh. 2 Seiten habe ich. Okay. Täglich gießen die Pflanzen auf dem erfahrbaren Wasser, um zu wachsen. Gießt sie sich jeden Tag, um wenn ich unterwegs bin? Weil es gibt Gebiete bestimmt zu erkunden. Sicher, gar nicht schlecht. Du scheinst geschickte Hände zu haben. Mach weiter so, dann hast du keine Probleme. Ja, das war gar nicht so schwer. Du lernst ziemlich schnell was. Ich frage mich, ob ich dich in der Klinik gebrauchen könnte. Nur Spaß, ich mach nur Spaß. Obwohl, die Farm hat schon besser Zahn erlebt. Es war schwer gewesen, hier zu arbeiten.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn du einen Hammer oder so etwas hättest, könntest du dich dann zertrümmern und hättest mehr Platz. Ich nehme an, du hast keinen? Natürlich nicht. Also was ich habe, ist von dir. Hätte ich auch nicht gedacht. In diesem Fall wirst du dir einen bauen müssen. Kann ich mir einen von dir leihen? Nein, nein, bau dir lieber einen eigenen. Wenn du hier leben willst, musst du allein zu euch kommen. Einen Hammer kannst du dir mit hartem Stein bauen. Ich sag dir wie, aber du musst erst die Materialien besorgen. Du solltest Materialien, die du brauchst, in der Njordstadt befinden können. Wie komme ich dorthin? Die Njordstadt erreichst du, indem du durch dieses Tor dort den Hügel hinab und entlang der Straße nach außen gehst. Dort treiben sich Monster herum, also sei vorsichtig. Und was noch? Oh, stimmt, das hier kannst du haben. Ein Sandwich von Chris, danke. Nach all der Feldarbeit, bei Gott, musst du hungrig sein, nicht wahr? Ja, hast du das zu essen. Es ist immer ratsam, den Magen zu füllen, bevor man sich auf eine Reise begibt. Denn wenn man mit Essen wartet, bis man schwach und ausgelockt ist, ist es zu spät. Also iss das und stell die Kraft wieder her, die du verbraucht hast, verstanden? Okay. Essen und Ausdauer. Durch Essen kannst du Ausdauer oder MP, die du auf der Farm oder im Kampf verloren hast, regenerieren und sogar Fähigkeiten verbessern. Nach dem Essen fühlt sich zeitweise deine Hungeranzeige. Sobald die Hungeranzeige minimal gefüllt ist, erholt sich dein Ausdauer. Oha, okay. Nun dann, ich mache mich auf den Weg zur Klinik. Falls sie es oben und die Augen öffnet, wenn ich weg bin, dann sag mir sofort Bescheid. Ja, okay. In diesem Spiel vergeht die Zeit automatisch. Je später es ist, desto schlechter werden deine Fähigkeiten und eingeschränkte deine Aktion. Im Hotel noch wirst du vor Erschöpfung zusammenbrechen. Achte darauf, zu Hause zu schlafen, bevor das passiert. Ach du Scheiße, okay. Das heißt, die Zeit vergeht jetzt. Während wir nicht Pause drücken wahrscheinlich. Warte. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, ich habe Hunger. Dann essen wir das. Ich habe keine Waffe, gar nichts. Ich kann aber los, so was. Für die Karte sehen. Dann war der Prolog, richtig? Ja, sogar die Haarfarbe und so sind im Artwork angepasst. Wie cool ist das denn? Na gut, let's go. Ich sollte die Haken ja nehmen. Auf der Weltkarte vergeht die Zeit in Abhängigkeit von der Strecke, die du zurücklegst. Wir können das nahe lesen oder geh Richtung Osten in den Njordstöpfe. Nach Osten. Oh Gott, Zeit vergeht immer. Okay, auch wenn ich hier zurücklaufe. Scheiße. Das ist ja richtig fies, ne? Muss man aufpassen. Und ich muss mir mal speichern am besten. Das ist wirklich wie ein Telegame, Alter. Also die alten Telegames, die neuen sind glaube ich nicht so. Okay, ich habe direkt eine Waffe. Kurz speichern. Wo kann ich hier speichern? Kann ich hier nicht speichern? Ja. Kann ich was im Bauern? Nö.
Das sind Bereiche, wo du mit Hilfe dann auch zwei Items halten kannst. In diesem Bereich kannst du zwei Items halten, die am folgenden Tag wieder verfügbar sind. Aua! Also Taste gedrückt. Lululu. Okay, mit Sprung kann ich keinen Kampf machen. Helmet, Helmet. Bam, 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 bam. Eine Zeit. Oh, scheiße, wieder zurück. Hab ich was? Okay. Was ist das denn? Was oben? Hast du ihn gefunden? Ja, er wurde bei der Chronologie des Frühlings gesichtet. Der planetare Albtraum? Das ist wahrscheinlich, ja. Oder was ist das für Power Ranger? Oh, Digimon. Das sieht so wie so ein Alpha-Mon aus. In Ordnung, ich habe eine Idee. Lass es da treffen mit Diantus und den anderen anrufen. Ja, das scheint nicht der richtige Moment für ein Gespräch zu sein. Am besten gehen wir ihn aus dem Weg. Ich glaube, das ist unser Omen. Ich wollte nur kurz gucken, ob ich links vorbeischleichen kann. Ja, okay. Wir sind wieder zurück. Okay. Haben wir harten Stein gefunden, ist die Frage. Weiß ich gar nicht. Ja, haben wir. Dann haben wir alles erledigt. Wir gehen zurück über den Hammer. La 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 la. Alter, wie ich renne. Hallo? Hallo, willkommen im Gemüsewarenladen. Bist du auf der Durchreise? Solche Leute kommen nicht oft nach Leser. Oh, du bist es, oder? Der Bürgermeister hat von dir erzählt. Du scheinst einiges durchgemacht zu haben. Ich habe gehört, du wirst in den Vogelböschung Ackerbau betreiben. Stimmt das? In dem Fall wirst du zusammenbrauchen. Du kannst dir jederzeit in meinen Laden mich holen. Im Moment ist die Zeit, um Dachsalat und Zwiebel anzupflanzen. Zufällig haben wir die Samen gerade vorrätig. Ich will dir es damit zu versuchen. Außer Samen führen wir auch Reiseartikel. Oh, hausgemachte Mahlzeit bekommst du ja auch. Na, ich bin sicher, du wirst im Laufe deiner Zeit eine Menge Dinge brauchen. Aber der Gemüsehandel hat alles parat. Lass dich mal wiedersehen. Okay. Was hast du denn so? Natürlich habe ich kein Geld, aber... Oh, okay, ich kann meinen Rucksack vergrößern. Andere Fähigkeiten... Die meinte doch Zwirbel und Gras? Ne, Dresssalat, glaube ich, ne? Oh Leute, da steht sogar die Jahreszeit. Cool. Die Ernte dauert. Okay. Naja, ich kann nichts sagen, ich weiß. Schade. Schmiedigen wir einander mal, weil dafür müsste ich jetzt zurücklaufen. Wir können da. Obwohl doch, wir müssen Hammer herstellen. Oh, das können wir hier. Vielleicht. Hoffe ich. Hallihallo, kann ich. Oh, hallo. Ich hab jemand anders erwartet, immer bei so Schmieden. Ich bin nicht vorgenommen, tut mir leid.
Nanu, Ozan, Leute, ich hier drin, nur selten zu sehen. Eigentlich ist es immer so, bei Epic ist immer dieser klischeehafte, muskelbepackte Typ, weißt du? Jetzt muss ich drüber nachdenken. Gut. Du musst auf Reisen sein? Aber warum nicht? Ah, über dich reden die Leute also. Oh, du bist nicht auf der Durchreise. Du wohnst jetzt hier, was? Dann bitte ich um Entschuldigung. Das hier ist meine Schmiede. Ich stelle für die Bewohner der Stadt Farmwerkzeuge und Waffen her. Ich glaube, ich habe zu viel Telia gespielt bei solchen Games. Deswegen erwarte ich sowas immer. Da war es auch dieser Typ mit der Glatz. Nenn es einfach den Instinkt einer Schmiedin. Aber die Zeit wird kommen, wo du eine stärkere Waffe brauchen wirst. Man sieht es dir einfach an. Also zögere nicht und besuche mich, wenn du das brauchst. Ich benötige das Material und berechne natürlich ein Honor. Aber du wirst dich enttäuscht sein. Okay. Kannst du mir auch einen Hammer machen? Ich meine, meine Quest ist durch. Zehn! Okay, ich hab Zeit. Ich muss immer wieder dahin, oder was? Okay, ich dachte, das mit dem Hammer ist die Schmiede. Da unten, aber scheinbar nicht. Ja, wir haben Zeit noch. Wir pflanzen gleich noch ein paar Samen. Monokel. Ich habe dich noch nie gesehen. Bist du zu Besuch hier? Oh, jetzt verstehe ich. Du bist die Person, die über die der Bürgermeister gesprochen hat. Verzeihung, ich betreibe in der Novilan hier in Leser. Zu mir kommen Leute, die ihre Häuser oder Farmen umbauen wollen. Du wohnst in der Vogelbüschung, stimmt's? Ich hast dort eine Menge Farmland. Du brauchst bestimmt Schuppen und Gehege für die Tierhaltung. Ganze Schwank von Werkzeugen. Zur Verarbeitung deiner Erzeugnisse, da wird eine ganze Menge zusammenkommen. Sprich mich an, wenn es soweit ist. Ich kann dir helfen. Natürlich arbeite ich nicht kostenlos, aber darüber können wir später besprechen. Renovierladen. Okay. Kann ich bei dir auch einen. Okay. Okay. Ja, wir haben alles. Ist da der Hügel? Nee. Was ist das hier? Leerstehendes Haus, ein Leser. Oha. Hier könnte noch jemand einziehen, also. Und hat auch eine Farm? Nee, hat er nicht. Aber wir haben ein Kofferherz gefunden. Oh Scheiße, wir müssen durch die Stadt gucken. Lala. Kurzer, fixer Rundgang. Lala. Oh, ich sehe keine Kiste mehr. Oh doch. Mehl. Time to go home. Wo ist denn die? Hoppa. Ja, vielleicht. Ne. Wenn dann hier vielleicht eine Kiste. Ja. Ja, das wird fast an Edens Ende. 12 Wachstum. Okay. Welche Wasser sammeln? Nein. So, ich will hier raus. Ich hab gleich keine Ausdauer mehr, Alter. Irgendwo war dahin noch ein Ausgang. Genau. Was ist denn mein. Zuhause?
Was ich jetzt wieder auf die Weltkarte? Oh, scheiße, die Aussage ging raus, ne? Oh. Wie viel dann in deinem Briefkasten noch liegen? Aha. Aha, der Brief halt. So, Sachen wie Kupfer. Kommen erstmal da rein. Ich brauche mehr Steine. Also packen wir die erstmal auf Seite. Holz auch. So, genau. Ja, die mit denen habe ich auch noch keine Ahnung. Das ist eine Kochzutat, genauso wie ihr. Wow. Ja, weil ich will jetzt benutzen. Was bist du denn? Okay. Okay. Was nur schnell pflanzen. Habe ich Zeit. Bis 0 Uhr. Es ist ja 18 Uhr. Ausdauer ist oh mein Gott. Nein. Warte mal. Tut mir leid, aber ein rohes Fleisch muss ich essen. Wir haben nichts mehr zu tun, glaube ich. Kost, Schloss, Liebesfresser. Alter. Liebe Bürgerinnen und Bürger. Gestern stieg ein kristallisiertes Objekt nach Lees hinab und kart ins Dorf. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Das Objekt scheint keine unmittelbare Gefahr darzustellen, mein Gott. Solange kein enger Kontakt besteht, unser Nachrichtendienst untersucht den Vorfall. Bitte halten Sie sich von dem Objekt fern. Nachrichtendienst, Schloss, Liebes. Okay. Kann man davon irgendwas pflücken? Nö. Was ist noch? Was machen wir jetzt so lang? Ich könnte bestimmt was kochen, genau. Ach, da haben wir. Oh Mann. Mach ich was braten? Nö. Wie geht's dir so? Das ist der kaputte Stein. Schlafen. Abend. Aus dem anderen Bett kommen laute Geräusche. Jetzt bin ich wach. Ich glaube, er regeneriert. Ich würde nachsehen. Fehler. Abweichung im Lebenserhaltungssystem entdeckt. Unumkehrbare körperliche Auswirkungen sind nicht auszuschließen. Ist das bei Bewusstsein? Bewusstseinsstatus niedrig. Kognitive Beurteilung unausführbar. Überprüfung der Atmosphäre. Kleine Mengen Gaia-Partikel entdeckt. Körper ist Gaia-Partikeln ausgesetzt. Wiederherstellung läuft. Schutzausrüstung wird abgelegt. Oh. So funktioniert das. Oh, hallo. Ein Mädchen? Das Mädchen schlief tief und fest. Ich hatte Kerstin, die war sofort davon erzählen.
Was fand ich denn? Stell dir vor, ich gehe weiter, ich schlaf weiter und plötzlich steht die vor mir, Alter. Willst du mir weiß man, dass die ganze Zeit über ein Mensch in der Omenrüstung gesteckt hat? Hika, bist du dir sicher, dass das Mädchen in der Omenrüstung gesteckt hat? Ganz sicher. Ich glaub dir ja. Du hattest ja auch nichts davon, uns anzulügen. Es ist nur logisch, dass sie die ganze Zeit über in der Omenrüstung war. Das Material ihrer Kleidung ist mir völlig unbekannt. Woher sie wohl kommen mag? Sie arbeitet bestimmt für die Wert. Bloß nicht unnach. Achso. Sie arbeitet bestimmt für die. Für die Wert, dachte ich mal. Ich so, hey, warte mal, ich habe einen Punkt übersehen. Wird bloß nicht unachtsam, nur weil sie aussieht wie wir, Kress. Ein Mensch in einer Ohrenrüstung ist ziemlich verdächtig. Dem ist reicht. Wir sollten keine vorherigen Schlüsse ziehen. Was hast du mit ihr vor, Kress? Sezieren, nicht Spaß. Was? Würde der verrückte Arzt sagen. Was nur? Sie ist noch immer im Bewusstsein, also können wir momentan nur abwarten. Aber Kress, warum? Wie warum? Wir können sie nicht einfach so sich selbst überlassen. Das ist doch in Ordnung für dich, Rika. Solange sie mir nichts tun kann. Ich meine, ich schlafe nicht mehr, Alter. Dein Argwohn ist durchaus berechtigt. Wir wissen nicht, wozu sie fähig ist. Bis dahin lasse ich sie in deiner Obhut. Sie ist gonna kill me ins Leben, denkt sich Rika nur. Sehr gut, es ist schon spät, also können wir jetzt doch zurück. Mit lustiger Unaufmerksamkeit, keine Ausreden. Ich komme morgen wieder, um zu sehen, wie alles läuft. Mann, ich wollte nur einen Hammer machen. Ach, hier ist Rika. Das Mädchen aus der Rüstung schläft hier unfest. Vielleicht wäre es eine gute Idee, auch ein wenig zu schlafen. Also wenn ich denke, 30 bis 31 Tage gibt es dann noch. Was ist nur? Wo bin ich? Oh, sie so. Da spricht jemand. Ich habe die rote Königin untersucht und dann... Ich schätze mal Königin. Was ist mit der Ausrüstung passiert? Das ist doch Mist. Ehrlich mal, wo bin ich hier? Sie haut ab. Sie ist rausgegangen. Gut. Okay. Ich habe nur Griller. Wie gut ist das Spiel? Naja. Ja. Hier geht schon Zeit eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Boah, das Handtuch ist cool. Ist das? Das kann ich sagen. Eine neue rote Königin? Du bist wach? Du, hast du nicht im anderen Bett gelegen? Was soll dieser Aufzug? Guten Morgen, Rika. Du bist aber früher. Hm? Ist wach? Ich höre sofort den Bürgermeister. Ihre Kleidung. Hat sie Bürgermeister gesagt? Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hatschi! Ist ganz schön kalt hier. Ja, so wie du rumläufst. Wo bin ich nicht warm genug angezogen? Ich glaube, das ist es. Man, der Seite hast du ein riesiges Loch. Egal, ich gehe lieber wieder rein, bevor ich mich erkälte. Junge Dame, würdest du uns verraten, woher du kommst? Welches Jahr haben wir? Welche Art von Kalender gilt hier? Mondkalender oder Gregorianisch? Ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft, aber wir schreiben das Jahr 855 nach dem Horianischen Kalender. Oh Gott, ich verstehe, was abgeht. Zeit, die meinte doch irgendwie, dass das eine neue Welt ist und sowas. Oh Gott, sind wir Weltenreisende oder was? Also, dass sich irgendwie ab einem bestimmten Jahr irgendwie immer wieder die Welt resettet oder sowas. Also, das ist meine Vermutung jetzt. Oh ja, nicht?
Nie davon gehört. Ich habe aber nicht den Eindruck, als würdet ihr mich auf dem Arm nehmen. Immerhin sprechen wir die gleiche Sprache. Was bist du und was hast du mit dem Omen zu tun? Omen? Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon du da sprichst. Machst du jetzt einen auf unwissend, was? Denn das reicht. Hören wir uns erst an, was sie zu sagen hat. Danke. Wir wissen immer noch nicht, woher du kommst. Wenn ich das nur selbst wüsste. Aber deine Kleidung und dieses Haus hier. Ich kann auch nicht sagen, dass ich in den Geschichtsbüchern je über sowas gestolpert wäre. Wobei, es erinnert mich alles ein wenig an das, was wir bei uns als Mittelalter bezeichnen. Und daraus kann ich nur schlussfolgern, dass ich aus der Zukunft gekommen sein muss. Das kann auch möglich sein. Wie? Was meinst du damit? Ich meine, Sinn macht's, weil dem Ding, wo sie drin war, sah es schon sehr zukunftsmäßig aus. Glaub mir, nichts wäre mir lieber, als dass das alles nur ein Traum wäre, aber ich muss die Realität akzeptieren. Vielleicht verliere ich auch gerade mal den Verstand. Wohin gehst du? Ich kann dich nicht rumsitzen. Wenn meine Theorie stimmt und ich auch wirklich aus der Zukunft komme, dann muss ich dorthin zurück. Ich brauche einen Plan. Und nicht nur das, ich muss auch herausfinden, warum der Stein auch in dieser Zeit existiert. Es gibt so viel zu tun. Und die Zeit läuft davon. Was meint sie wohl damit? Ich bin völlig ratlos. Ja, immer. Es hat keinen Sinn, sich jetzt länger damit aufzuhalten. Ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Brauchst du mich hier noch? Nein, geh ruhig. Ich gebe nur heute das, was ich hier erledigen muss. Alles klar, bleib nicht zu lange weg. Also, ich will immer noch einen Hammer holen. Also, Rika. Das Gemüse, das du gestern gepflanzt hast, sollte jetzt erntereif sein. Holen wir es uns. Was, jetzt schon? Die speziellen Samen wachsen sehr schnell. Jedenfalls macht es dir bestimmt nichts aus, wenn ich einen Blick darauf werfe, wo ich schon mal hier bin. Komm, gehen wir raus. Gut, dass ich noch ein paar gepflanzt habe, bevor ich ins Bett ging. Alter, Karotten. Und anderes Gemüse. Ja, ich hätte mal darauf achten sollen, wie lange die anderen brauchen. Oder Karobben. Das Gemüse, das du gepflanzt hast, sieht gut aus. Wie ich sehe, kümmerst du dich gewissenhaft drum. Also, was jetzt? Um dein Gemüse zur Lieferung freigibst, kann Händler es zur Familie auf der ganzen Welt bringen. Und zur Belohnung verdienst du aber auch noch etwas Geld. So, jetzt solltest du dein Gemüse ernten. Ja, damit ich überhaupt selber was zu essen habe. Das ist noch nicht erntereif, okay. Das sind 4 Stück und ich krieg eine. Gute Arbeit mit der Ernte. Was da das erledigt ist, kannst du es dort in diese blaue Lieferkiste legen? Ja, warte. Ich ernte noch ein bisschen den Rest. Den Rest der Leute ist auch noch nicht ready. So. Die geben 10. Ja, dann behalte ich mal 3 und packe 5 rein. Gut, es scheint alles dran zu sein. Eine Lieferung sollte irgendwann heute eingesammelt werden. Wofür hältst du dann das Geld für alles, was du geliefert hast? Bis dann musst du warten, um zu erfahren, zu welchem Preis dein Gemüse verkauft wurde. Damit wir das Thema Lieferung besprochen. Irgendwelche Fragen? Einige der Pflanzen müssen noch etwas wachsen. Vergiss nicht, sie später zu gießen. Oh ja, sollte ich. Oho, anfangs habe ich mir Sorgen um dich gemacht, aber jetzt weiß ich, dass das unnötig war. Vielen Dank, Chris, dass du sie eingewiesen hast. Eigentlich wollte ich andere Dinge mit dir besprechen, Rika. Würdest du mit reinkommen? Hi, hi.
Ja, das will ich auch noch reparieren. Was ist die? Achso, okay. Ich dachte, ich muss die auch noch reparieren, so wie. Ich dachte gerade, das ist die Nähmaschine. Nee, es ist eine Werkbank. Wenn du eine Anleitung und Materialien hast, ist sie ein wertvolles Werkzeug zur Herstellung von Gegenständen. Das ist für dich. Ein Hammer. Rückholglocke. Dies ist die Anleitung für einen Gegenstand namens Rückholglocke, sowie die Material für die Herstellung. Ist ein nützlicher Gegenstand. Wenn du die Rückholglocke benutzt, kehrst du augenblicklich nach Hause zurück. Irgendwann geht es dir wieder gut genug, um die Vogelböschung hinter dir zu lassen. Solltest du dich einmal zu weit entfernt haben, dann benutzt du Rückholglocke. Danke. Du könntest an der Werkbank auch einen Hammer herstellen. Natürlich nur, wenn du die Materialien dafür besitzt. Okay, also, lass dich mal in den Läden im Laser sehen, wenn du die Gelegenheit hast. Habe ich schon. Es gibt Gewichtswarenhändler, die Schmiede, die Renovierung laden. Ich denke, du wirst sie zu schätzen lernen, je länger du dich im Laser aufhältst. Habe ich schon alles gemacht, sogar die Kisten aufgesammelt. So, damit hätte ich dir alles gesagt. Ich mache mich auf den Rückweg in die Stadt. Ich mich auch. Ich möchte keinen Ärger für Dim bekommen. Bye, have a good time. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Tarika. Okay. Okay. 20 Minuten brauche ich für den und für den war ich noch mit Stein. Okay. Ja, den holen wir uns. Ah, okay, es kann nur einmal verwendet werden. Gut zu wissen. Muss es gucken. Habe ich noch irgendwelche andere Sachen? Weil jetzt, wo ich überlege, was pflanze ich denn jetzt hier an? Wow, wow. Jetzt hat er mich umschauen. Hier gibt es jetzt noch nicht so viel. Nee, ich sollte nicht können. Aber nur gucken. Dafür brauche ich eine Bombe. Dann ist das wie eine Abkürzung, ne? Naja, okay, verstehe. Glaube ich. Was denn, man hier überall hin, Alter? Harter Stein. Das ist doch das, was ich suche. Oh, perfekt. Echt da runter? Gut zu wissen. Der gute alte Stein. Schnell mal Essen verliert, Alter. Ist nicht witzig. Ja, wir müssen los, wir müssen los. Oh Gott, da ist auch noch was. Ja, das Fischen. Ja, wir haben keine Zeit zu verlieren. Let's go. Ausweichbutton? Kann man nicht. Muss ich mir gerade angucken. Ja. Das wird
Ja, ziemlich schnell, ne? Die hängt da. Alter, wie viele Tage hängt die da da rum? Jetzt wird es halt weird, ne? Reden die jetzt immer noch mit? Wer waren sie denn? Ein Ort vielleicht? Keine Ahnung. Ich kann. Oh, mehr kann ich nicht machen. Aber wir haben jetzt genug, let's go. Die pflanzen wir da direkt. Erstmal pflanzen, was geht. Und dann... Jetzt gucken hier. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, weißt du? Weißt du, weißt du? Ich glaube, da geht's noch raus zum Dorf, ne? Oh ne, was hab ich? In welche Richtung geht's denn zum Dorf? Wie lange, oder? Nee, da ist noch mehr Zeug. Bombe Level 2. Alter, wir können hier voll gut erweitern. So, let's go. Bauen Hammer. Ah, ich würde gerne noch kurz schnell zur Stadt, um hier eine Regierung zu beauftragen. Das könnte ich schaffen. Wir bauen aber schnell den Hammer und gucken dann, ne? Jetzt irgendwas. Habe ich irgendwas schon wieder vergessen oder? Oh, also die kleinen Zeug. Ich glaube, wir brauchen besseren Hammer. Aber den Auftrag können wir noch schnell machen. Sobald ich mit dem Stand fertig bin. Weil ich muss ja vor 12, ja, die Sonne geht immer mit runter. Ja, ich muss auch vor 12 kippe ich doch um, habe ich verstanden. Heißt, ich habe noch über 4 Stunden. Gehen wir kurz in die Stadt.
Ich hab ja gerade. Oh ne, ich hab kein Geld, ne? Egal, wir gucken trotzdem mal. Konnichiwa. Okay. Ja, und dem Zeug. Ich glaube, mir fehlt da noch ein bisschen, ja. Weil ich zu viel gebaut habe. Na gut. Die Küchentheke hätte ich gerne als erstes. Um Tier kann ich mich eben ja nicht kümmern. Naja, wir gehen weg. Das hat mit den Laden noch ein bisschen reden. Was sieht er? Ne. Wir reden trotzdem mit anderen zwei Leuten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, es gibt den Schutz. Ein Schatz. Was? Nachts in der Nähe des Brunnens. Nix. Also. Weiß ich, was das ist. Ich ihn anpflanzen? Nee, keine Ausdauer und so. Oder? Ab wann ist Nacht? Ab 9? Warte mal bis 9. Oder bis 8. Das ist doch schon Nacht. Ist irgendwas im Haus? Wenn ich mit euch rede? So, wenn da, wenn jetzt um 8 nichts passiert, dann. Alles klar. Das ist nichts. Kann nichts machen. Mal kurz. So. Ich hatte noch ein bisschen Zeit, aber ich habe. Dafür müsste ich jetzt essen. Nee, geh ins Haus. Schon muss es gehören hin. Komm rein. Ich werde auf keinen Fall draußen schlafen. Ich bleibe also erstmal hier. Achte mich nicht weiter. Du kannst dich voll und ganz deinen Angelegenheiten widmen. Na gut, bevor du dich erkältest. Machst du dir jetzt versorgen? Ich bin das eh vorher schon hingepennt, also wenn juckt. Egal, ich will hier eh nicht lange bleiben. Ich weiß auch schon, was ich als nächstes tun werde, mehr oder weniger. Und was? Na dann, gute Nacht. Level 2. Mhm. 525 kriege ich dafür, okay. Tick-tack. Mm-hmm.
Scheint, als wäre das Mädchen bereits verschwunden. Rika, ich kann mal rein. Oh, du bist wach. Guten Morgen. Alles in Ordnung? Sag mal, wenn du dich nicht wohlfühlst. Alles gut. Oh, dann ist ja gut. Ich nehme an, das Mädchen ist bereits weg. Als Ärztin hätte ich mir gewünscht, dass sie sich noch etwas, dass sie noch etwas bleibt und sich ausruht. Aber sie hätte vermutlich sowieso nicht auf mich gehört. Lass mich jedenfalls sofort wissen, falls ihr etwas passiert, okay? Danke. Übrigens, hast du schon das Geld von der gestrigen Gemüselieferung erhalten? Das habe ich. Super. Vielleicht wäre es eine gute Idee, mit dem Geld ein paar neue Gemüsesamen zu verkaufen. Samen gibt es im Gemischtwarenladen. In Lesen, der ist definitiv ein Besuch wert, wenn du die Möglichkeit hast. Danke für die Information. Ah, welche Samen sollte ich wohl kaufen? Die Entscheidungsempfindung gehört doch zu dem ganzen Spaß dazu, oder? Oder etwa nicht? Ja, hör mal, mehr Infos habe ich gerade nicht für dich. Was als nächstes machst, ist deine Entscheidung. Du kannst deine Farm erweitern oder mehr Pflanzen anbauen. Probier einfach ganz viel aus und lerne dabei dazu. Das ist für heute alles von mir. Wir sehen uns später. Hab einen schönen Tag. Tschüss. So. Her damit. Und her damit. Und her damit. Stimmt, wir haben neu starten. Her damit. Und her damit. Und her damit. Ja. Hallo? Achso, Hunger. Na gut, ne? Irgendwas muss ich essen. Hä? Ach, war ich aber noch nicht nah genug dran. Noch ein bisschen Fleisch. Okay. Noch ein paar mehr harte Steine am besten. Was zum Angeln. Dann ist hier eine Kiste. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ja. Dann ist der Weg, wo ich noch mehr Zutaten gefunden habe. Wenn meine Ausdauer nicht verschwinden. Na hier. Je mehr ich davon habe, umso besser. Aber ich brauche ungefähr 10. Wir gehen jetzt Monster bekämpfen. Kommen zurück. Kaufen ein paar neue Samen, so ein paar Karotten am besten. Um einfach schnelles Geld innerhalb von eines Tages zu machen. Mit anderem Zeug kaufen wir auch vielleicht noch was, je nachdem wie viel Geld wir haben. Und ich muss noch mal gucken, wie viel das alles kostet zum Erweitern. Ist hier noch was? Nö. Nö, nö, nö. Was? Okay. Ich bin einfach hier entlang gelaufen, weil ich dachte, es geht nach draußen, aber nein. Was habe ich denn da gerade für Zeug? Alter.
Davon gehst du doch mal aus. Links. Hier bräuchte ich eine Bombe, richtig? Wie ging's aus? Komisch, dass ich mich nicht, dass ich einfach nicht ausweichen kann. Habe ich eigentlich Erfahrung von den Dingen? Mhm, ja, zurück in die Stadt. Mhm. Was ist denn hier? Schade. Zumindest stresst das Game nicht so. Also noch nicht. Gibt's hier eigentlich? Hallo. Rucksack Level 2. Den brauchen wir noch nicht. Krass. Viele kriege ich. Ein. Rucolas können mehrfach geerntet werden. Kann ich das verkaufen? Ja, eigentlich wollte ich nur eine Karotte kaufen, jetzt kann ich nur eine überhaupt machen, naja. Ja, Geld brauchen wir gar nicht so viel, also. Hoffen wir, was wir können, ne? Wie haben wir noch? 100. Davon kann ich 3 kaufen. Wir sollen ein bisschen Gras. So, Schmiede können wir eh noch nichts mehr machen. Konnichiwa. Brauchen zumindest 2000 insgesamt. Boah, über 10.000, so 15.000. Ich brauche noch mal Holz. Also müssen eh noch mal raus. Yep. Ist hier was zu ernten? Nee, ne? Oh, ist sie beim Meteoriten? Diese Kapsel kann durch die Zeit reisen?
Oh, du bist es. Was willst du? Du sagst also, dass du in dieser Kapsel bist? Fragen bringt wohl nichts. Dazu, du solltest deine Nase nicht in diese Kapsel und meine Angelegenheit stecken. Ich habe jetzt zu tun. Okay. Geht's Batman? Keine Zeit mehr verlieren. Ich setze Hauptrichter an. Und wir sollten etwas essen, ne? Müsste das mal reichen. Jo. Hey. Oh, das ist das Neue. Was das angeht. Nachtrüchtern. Wie weit hoch können wir? Ich glaube, das ist die letzte Ebene. Kannst du mal versuchen, aber. Ich glaube, da stand safe, dass ich eine bessere Schutzjacke war, ne? Ich hole die Tipps hin. Kann ich schon vorgießen? Weil meine Ausdauer regeneriert, glaube ich, jetzt gleich, ne? Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt so ein paar leere Felder gieße. Wenn die Top am nächsten Tag einfach, oder? Ja, hier können wir nichts machen, ne? In der Werkbank. Alles mal nicht. Wo kann ich speichern? Ich speichere, glaube ich, jetzt wirklich nur immer, wenn ich schlafen gehe, ne? Das ist ja nicht way to go, glaube ich. Ich gucke mal nebenbei. Aus dem anderen Bett kommen Geräusche. Habe ich auch geweckt, tut mir leid. Okay, man kann wirklich nur im Bett speichern. Was machst du da? Ich gehe durch mein Tagebuch. Meine Mutter wollte immer, dass ich meine Erlebnisse Tag für Tag festhalte. Das ist eigentlich immer ein bisschen albern, aber jetzt ist es ziemlich nützlich. Inwiefern ist es nützlich? Ich weiß nicht, ob ich dir sagen sollte. Das wird sich wohl herausstellen. Ich muss wissen, ob ich...
ich bin? Ob ich bin, wer ich bin, zu sein glaube, das kann ich nur durch mein Tagebuch. Ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum muss mich hergeführt haben, oder zumindest sowas in der Art. Gut möglich, dass meine Zukunft nicht mehr existiert, wenn der Lauf der Geschichte verändert wurde. Wenn meine Erinnerungen mit denen im Tagebuch übereinstimmen, weiß ich, dass sie real sind. Es beruhigt mich ein wenig zu wissen, dass meine Erinnerungen nicht durch ein Zeitparadoxon verändert wurden. Aber von all dem abgesehen, dieses Tagebuch zeigt mir, wer ich bin. Warum Zeiterinnerungsparadoxon, klar. In einfachen Worten ist dieses Tagebuch so eine Art Kompass, der mich in meine Zeit zurückbringen kann. Ihr habt hier doch einen Kompass, oder? Ich möchte zurück nach Hause. Aber wenn ich nicht weiß, wo das ist, in welche Richtung soll ich denn gehen? Das ist wohl genug Information für heute. Ich bin müde. Gute Nacht. Nutzt doch die Decken. Boah, da ist Salat und Deck. Boah, das hat echt wenig gegeben, finde ich. Holy shit, ich muss mehr Karten holen. Gut, so ist es. So. Ja, mehr Karten erstmal. Okay, jetzt bist du mal was um. Das was? Warte mal, wieso darfst du das denn? Du das entscheiden? Für wen hältst du dich? Draußen scheint sich irgendwer zu unterhalten. Geh hin und sieh nach, was los ist. Was ist denn oben? Ich habe schon andere Leute darüber reden hören. Also das ernst? Du kennst echt Prinzessin und das oben nicht? Was? Du bist echt schon vorgestern. Wie kannst du Prinzessin und das oben denn nicht kennen? Das kennt doch jeder. Oh, hallo Tollpatsch. Wow. Na, wie geht's Tollpatsch? Was macht ihr hier? Na, ist doch klar, oder? Wir sind zum Spielen hier. Warum nennen sie dich den Tollpatsch? Ehrlich gesagt, jetzt wo du hier bist, kann ich die Chance vielleicht nutzen, um mich heimlich zu verdrücken. Warte mal, wo willst du hin? Mir ist gerade wieder eingefallen, dass ich noch was zu tun habe. Kümmere dich mal nicht um mich, denn vorne hat sie sich keinen. Was? Sie ist kein? Weg ist sie. War so hübsch. Jetzt? Willst du noch Prinzessin das oben spielen wollen? Vergiss Prinzessin das oben. Wir sind schon bei der Vogelböschung. Komm, wir gehen zu unserem Geheimversteck. Oh ja, gute Idee. Das Geheimversteck. Das haben wir schon ewig, schon bevor du hergekommen bist, Tollpatsch. Bist du sicher? Das ist doch unser Geheimversteck. Das dürfen doch nicht alle wissen. Naja, Tollpatsch ist uns doch untergeordnet. Also müssen wir nett sein und dir alles zeigen. Inwiefern ist Tollpatsch uns untergeordnet? Naja, wir waren da als erstes bei der Vogelböschung. Stehen wir dadurch nicht weiter oben in der Rangfolge? Du hast recht. Du kannst es doch gar nicht erwarten, unser Geheimversteck zu sehen, oder Tollpatsch? Nee, wirklich. Du hast doch keine Ahnung, wovon du redest. Das ist echt super cool. Wirst du schon sehen. Ist halt Geheimversteck. Damit. Ich würde gern noch den oder den anderen Tag noch machen und dann. Schau mal, hier ist unser Geheimversteck. Ist es kalt? Nein, ist ein Monster. Oh nein. Was? Was ist so dunkel überhaupt? Monster haben unser Geheimversteck kaputt gemacht. Ah, was ist mit unserem Schatz? Den haben wir doch hier gelassen. Ah, das ist gar nicht gut. Geht weg. Tollpatsch? Überlass das mir. Ja. Danke, Tollpatsch. Räche uns. Für das Geheimversteck. Okay, ich beschwöre die Waffe einfach. Mann, ey, ich will mit Sprung in meinen Angriff machen. Ein bisschen habe ich die Steuerung. Was das angeht. Ich hoffe, das wird noch besser.
Und noch mal zu? Nö. Du hast es geschafft. Die Monster hier sind erledigt. Lass uns mal nach dem Schatz sehen. Warte. Da kommen noch mehr. Noch mehr von denen? Dieses da ist so groß, dass es deren Mutter sein könnte. Egal, was die sind. Tollpatsch, auf sie mit Gebrüll. Dass du Befehl annimmst. Der Gegner ist noch stärker als der letzte. Test eine neue Fähigkeit. Fähigkeit? Fähigkeitsdaffe. Aha. Okay. Aha. Gibt 10, ja. Okay. Wie lange ist der denn? Okay, verstehe. Ich verstehe. Gut sammeln? Nee. Gegner haben Schwächen, Gegner müssen. Ja, okay. Das war mir. Okay, schade. Kurz Zeitspann, dachte ich. Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Alles in Ordnung? Puh, zum Glück. Weißt du, als der Elternteil aufgetaucht ist, dachte ich, das wär's mit uns gewesen. Du bist so stark, Tollpatsch. Schau mal da drüben. Das ist der Schatz. Er ist noch ganz. Gott sei Dank. Danke, Tollpatsch. Wir schulden dir was. Du trittst mit Wann und den anderen Direktreise an. Rika! Ah, Chris! What's this? Wann? Und bist du das Ventim Mika? Was macht ihr denn hier? Wir wollten, das war's dann wohl. Du schwerst die. Oh, Chris, die Situation. Chris, genau. Ich stehe, ein Geheimversteck. Kinder, ne? So kannst du wohl gehen. Du wolltest nach ihnen sehen und plötzlich musst du gegen Monster kämpfen. Ah, Tollpatsch war sowas von cool. Sie hat die Monster mit Nix fertig gemacht. Wann? Sie heißt aber nicht Tollpatsch, oder? Diese Person hat einen Namen und er lautet Rika. Oh, wirklich? Na dann, Rika, vielen Dank. Danke. Du reist herum, bist super stark, du bist so cool, Rika. Ja, hör mal, ich bin froh, dass es euch allen gut geht. Aber wisst ihr? Moment. Ich muss euch trotzdem heimbringen und euer Eltern von eurem Versteck in der Vogelbüschung erzählen. Nein, bitte nicht, Chris. Ich flehe dich an. Ihr könnt betten, wie ihr wollt dafür. Dafür ist es zu spät. Legt euch schon mal eure besten Entschuldigungen zurecht. Mama wird es auch sein, schon wieder. Ich bringe die Kinder nach Hause. Ist mal Rika, halt mich auf den Laufenden, was das Mädchen angeht. Tschüss. Chris Vater. Rika wollte uns noch ein paar Süßigkeiten geben, bevor wir nach Hause gehen. Nichts verbringen wir jetzt mit. Oh Männer. Ich hab leider nichts. Ich kann nicht mal kochen. Was sind jetzt hier Monster? Ja, zum Glück. Aber da ich hier schon bin. Wir haben auch Holz gefunden, sehr gut. Ganz schön wolkig heute. In dem Game. Da wäre ich schon mit der Runde angefangen, machen wir den auch.
werde ich einfach so laufen. Aber ich spare ich so Ausdauer. Aber wozu sollte ich rennen? Was hat's denn mit den Dingern zu tun? Auf sich. Boah, das ist doch ein riesiges Samenwerk, ne? Halt einfach. Da fange ich an, glaube ich, irgendwann einfach zu kategorisieren, was ich wohin mache zu jeder Jahreszeit. Verkaufe ich das? Mal sehen, was so ein Fleisch bringt. Das kommt bestimmt noch mal wieder. Ich will davon auch mal wissen, was das eins bringt. So einen Stein kann man auch mal so reinpacken und das einfach mal testen. Ja, okay, Gießen bringt nichts ins Leere. Okay, let's go. Der Rucksack ist voll. Hab jetzt erstmal Mehl. Das verkaufe ich. Davon will ich mal so 4 verkaufen. Da, und das Weizen nehme ich auch weg. So, so können wir ein bisschen Geld machen. Und wir sollten noch mehr Karotten ab jetzt kaufen. Goldenes Fleisch? Ja. Ja. Da können wir noch nicht so viel machen, halt, ne? Aufschlagen wird auch nichts. Warte mal. Habe ich irgendwas die ganze Zeit übersehen? Ne, habe ich nicht. Komm da nicht weiter. Furcht. Hier die Karte drin. Ja. Dann ab in die Stadt.
Erstmal Karten mal. Oh, falsche Tür. Wir gehen mal kurz zur Arznei. Was geht ab? Gut, aktiv mich umgehen, wenn du eine Veränderung feststellst. Boah, da liegen hier viele. Mal ihn umsehen. Oh, keiner zu Hause scheinbar. Wir gehen nochmal was anderes nachschauen, wenn ich hier rauskomme. Man kann ja zum Kristall hochlaufen, ne? Ja, nicht von hier, aber ja komm, lass zurückklappen. Es wird langsam spät. Deswegen müssen wir fix sein. La 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 la. Das Spiel ist schon schön. Mal gucken, wo man mal hin kann. Gerade ganz fix. Okay. Ja, ich weiß. Ich mache mich doch schon auf dem Weg. Was übersehen, ich weiß es glaube gar nicht. Glaub nicht. Gut zur Umschau. Ich habe alles. Oh, passt. Ich bin das irgendwas. Ich habe die. Oh, danke, nett. Nochmal. Gerade da um die Steine, aber ich brauche besser einen Hammer halt, ne? Oh, eine Bombe. Boah, jetzt erstmal Geld verdienen, ey.
Die Küche ist sehr nötig, gerade um das Fleisch zu braten und so alles. Zum anderen Bett kommen wieder Geräusche. Mal wieder im Tagebuch lesen. Ne, sie ist raus. Ich glaube, sie ist rausgegangen. Wo will sie denn um diese Zeit hin? Ich sollte mal nach hier sehen. Warum leuchtet denn so alles? Bin jetzt schon seit 3 Tagen hier. Ich bin noch keinen Schritt weiter. Welche Hinweise habe ich denn von den roten, habe ich von der roten Königin mal abgesehen? Was soll ich machen, wenn alle anderen schon tot sind? Ich hoffe, dass es dem Forschungsteam gut geht. Wie konnte das noch passieren? Es gab noch so vieles, was wir über die Code Königin herausfinden wollten. Schnell einen Screenshot gemacht. Mama, Papa, werde ich hier wieder nach Hause kommen? Wenn ich hier bleibe. Okay, beruhig dich, Aria. Lass dich nicht unterkriegen. Ah, sie heißt Aria. Okay. Ja, Ben, hast du es bis hierher geschafft? Du bist die Einzige, die tun kann, was getan werden muss. Und es gibt noch so viel zu tun. Wer ist da? Die Musik ist ein bisschen lauter, ich sollte ein bisschen leiser stellen. Obwohl. Dann mache ich wieder. Egal. Wir haben eh keine Synchro, ist ja egal. Du bist es. Hast du das gerade gehört? Ich wollte nicht lauschen. Schon gut. Würdest du ein wenig mit mir reden? Also hattest du es auch nicht einfach, so ganz allein zu sein. Wenn du es sagst. Vielleicht war es dir bisher auch egal. Ich bin übrigens Aria. Das ist mein Name. Ihr habt doch einen Namen, oder? Ich dachte, ich könnte dir wenigstens verraten, wie ich heiße. Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Okay, mal gucken. Fleisch gibt nur 20. Kübel gibt mir auch nur 20. Harter Stein nur 20. Die Karoppe gibt mir 115. Ein Stück. Im Gegensatz kriege ich von 4 Wildblättern nur 80. 4 Sternwarzen für 120. Karoppen sind das Ding. Karotten. Die Karotten sind das Jungs und Mädels. Oder sonst was. Ara sortiert ihre Habseligkeiten. Jetzt verreisen? Ja, so eine Art. Sinn machen, mich zu feiern. Es ist gut, dass wir uns nie. Es ist gut möglich, dass wir uns nie wieder begegnen. Es war zwar nur so kurz, aber es war mir eine Freude. Wo willst du hin? Du weißt ja von diesem Kristall, den hier alle Chronomalie nennen. Ich bin der Überzeugung, dass er mit meiner ungewohnten Zeitreise in Verbindung steht. Deshalb muss ich dorthin. Ich muss einen Weg zurück nach Hause finden. Mach's gut. Na gut.
Davon könnte ich auch welche machen, mal. Das ist ja jetzt Zeit. Wenn man direkt zwei so. Da weiß ich, wie ich davon jemand brauchen würde, aber. Wir müssen jetzt Geld machen. Ist dir genug? Wenn nicht vernünftig ist, fehlt dein Körper der Energie. Also schicke ich dir das hier nur für den Fall. Denk dran, der geht vor. Danke, Alter. Das habe ich sogar gebraucht, ja. Boah. Ja, das Weizen behalte ich jetzt. Gras will ich mal gucken, was es gibt. Und die Gurkula. Ja. Aber alles von den Karobben ist weg. Weizen kommt in die. Wird zu Viehfutter verarbeitet. Guck mal eins rein. So, nee, da lang. Gießen machen wir später. Mein Gott, Alter, warte, wo gingst du nochmal lang? Ach da, ich bin doof. Ich muss das essen. So, kein Versteck, da ist auch noch Zeugs. Materialien sollte ich jetzt immer sammeln, gerade so gut es geht. Vor allem fürs Bauen und so. Dann gehen wir jetzt nochmal feiden. Warte mal, da noch. Mach mich jetzt nicht direkt nach Lese, okay. Grassamen, okay. Oh mein Gott, verbrauche ich Zeit, wenn ich dieses Ding benutze? Ich vermute schon. Ich bin schon so früh unterwegs, ja. Oh Gott. Hey, warte mal kurz. Aber damit bestreiten wir unseren Lebensunterhalt. Gefährlich oder nicht? Wir sind darauf angewiesen.
Sie finden es vielleicht übertrieben, aber es ist zu ihrer eigenen Sicherheit. Der Bürgermeister hält das für das Beste. Der Bürgermeister, das kann doch nicht ernst sein. Der Orden kümmert sich derzeit um die Abweichungen in den Bereichen rund um die Chronomalie. Und wir können nicht garantieren, dass die Liste von der Chronomalie des Serbstes verschont bleibt. Deshalb müssten wir uns den Zugang zum Monolith verbieten. Was sollen wir in der Zwischenzeit tun? Ah, du fragst dich bestimmt, was der ganze Truppe hier soll. Ja, wer sind die alle? Keine Ahnung. Höchstwahrscheinlich Priester vom Orden der Chronomalie. Die haben sich für was Besseres. Ah, du weißt bestimmt gar nicht, was der Orden überhaupt macht. Falls der wenig einfallsreiche Name nicht Hinweis genug ist, die Priester des Ordens bilden die Chronomalie an. Entschuldigen Sie, Priester. Was ist denn? Sie sagten, der Bereich um die Chronomalie würde sich verändern, aber was meinen Sie damit? Diese Information ist allein dem Ohren vorbehalten. So viel kann ich voran. Bei der Festung nahe der Chronomalie des Winters wurden bereits einige von uns verletzt. Sagten Sie gerade verletzt? Ja, verletzt. Die Situation ist äußerst ernst. Wie Sie wissen, wird das Monolith durch eine Luxader direkt mit der Chronomalie verbunden. Deshalb übernehmen wir die volle Kontrolle über das Monolith, bis wir die Ursache für die Anomalie gefunden haben. Und wie lange soll das dauern? Ja, wenn es eine Gefahr darstellt. Ich tröste mich mit den Gedanken, dass alles wieder in Ordnung kommt, wenn wir nur ein wenig abwarten. Es muss aber schon ziemlich übel sein, wenn selbst die Priester sich nicht schützen können, trotz ihrer Rüstung. Halt dich lieber erstmal fern von der Chronomalie. Und was wird das Aria? Wer ist Aria? Du erzählst kurz, dass Aria in die Richtung der Chronomalie aufgebrochen ist. Sie ist was? Die hat sich ganz allein zur Chronomalie aufgemacht? Oh, was soll denn der ganze Aufruhr? Nichts. Wir können hier nicht hin. Komm, wir gehen woanders hin. Na, wollte sie zur Chronomalie, um herauszufinden, warum sie in unserer Zeit versteckt? Es muss eine Verbindung geben. Hat sie nicht sogar geleuchtet, als sie mit ihrem Kristall gelandet ist? Ist die Chronomalie gefährlich? Ich denke schon, vor allem weil der Orden der Chronomalie alle davon fernhält. Was ich weiß, sind es nicht Kristalle. Es gibt sie in 4 Farben und sie sind überall verteilt. Aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, warum sie hier sind und was ihr Zweck ist. Ich weiß bloß, dass wir sie zum Überleben brauchen. Ohne das Monolith wäre unser Leben hier unmöglich. Und wenn ich so darüber nachdenke, frage ich mich, warum wir überhaupt so leben, wie wir leben. Es gibt so viele offene Fragen. Aber der Priester war ziemlich angespannt. Wenn der Orden in Aufruhr ist, muss etwas Übles vor sich gehen. Wie ist denn noch gleich Arya? Sie ist noch ganz bei Kräften. Ich verstehe nicht, warum sie so gebrechlich ist. Der kleinste Windschuss könnte sie umhauen. Da habe ich irgendwas falsch gelesen. Egal. Ich fasse es nicht, dass sie einfach abgehauen ist. Selbst nachdem ich ihr zur Ruhe und Entspannung geraten habe. Sie ist noch nicht ganz bei Kräften, wollte sie, glaube ich, sagen. Und ich habe so mit anders vorgelesen. Aber ich bin bloß eine Ärztin. Da sind mir die Hände gebunden. Wenn selbst der Orden die Kontrolle verliert, was soll ich denn erst machen? Werd dich bitte zurück. Du musst dich auch erst noch erholen. Ich muss los. Wir sehen uns später. Hoffentlich geht es Aria gut. Das Bild. Das Tagebuch? Das ist Arias Tagebuch. In einfachen Worten ist dieses Tagebuch so eine Art Kompass, der mich in meine Zeit zurückbringen kann. Warum hat sie das hier gelassen? Ich sollte es hier zurückbringen. Sie kam selber. Oh ne. Du bist auf der Suche nach dem Mädchen, habe ich recht? Es hat mir alles erzählt. Sie macht sich große Sorgen. Ich werde mich dir nicht in den Weg stellen. Was du tust, bleibt ganz dir überlassen. Das erinnert mich an einen Mann, der hier früh gelebt hat. Er hätte ein Leben retten können. Diese Chance vertan zu haben, hat er den Rest des Lebens bereut. Aber diese Geschichte erzähle ich dir ein andermal.
Das war seine Ausrüstung. Seither hatte niemand Verwendung dafür. Warum nimmst du sie dir nicht einfach? Hm? Du hast einen Zauberklingenring. Ausgesagt, okay. Okay. Na. Kapitel 1 aus dem Jenseits abgeschlossen. Ich würde sagen, wir haben auch hier das Ende dann erreicht, ne? Wann kann ich speichern? Wir müssen jetzt ins Bett gehen dafür, ne? Dann würde ich sagen, dass wir mit Kapitel 2 so gesehen ab dem Schlafen gehen, beginnen. Würde ja Sinn machen.